Wir haben noch 2 Minuten 46 Sekunden zu spielen hier im Rosenheimer Katrin-Stadion. Und die Star Bulls sind noch nicht fertig mit den Eispiraten Krimmitschau. Sie sind immer noch torhungrig. Sie führen mit 4:0, 2,5 Minuten vor Ende des Spiels. Aber sie haben noch ihre Chancen und sie hatten noch viele, viele Chancen hier. Das Ergebnis zu erhöhen. Aber wir wollen nicht undankbar sein. Hier feiern 2114 Zuschauer Party, zumindest nochmal bei den Rosenheimerinnen. Der Bus aus Krimmitschau, naja, die steht jetzt gerade wie ein Häufchen Elend hier in der Ecke. Könnte einer ein bisschen leid tun. Haben jetzt gerade hier natürlich erleben müssen, wie die Star Bulls ihre Mannschaft, die Eispiraten Krimmitschau, ich möchte nicht sagen überrollt, aber denen doch Zug um Zug den Zahn gezogen haben. So führen sie jetzt 4:0. Standing Ovations jetzt für die Rosenheimer. Jetzt ein leichter Gegenzug, jetzt Marvin Tepper mit der Möglichkeit. Und er macht es, er macht es, er macht den Patrick Ehrlechner den Shutout kaputt. Es steht nur noch 4:1 für die Rosenheimer. Marvin Tepper, der Torschütze, in der 58. Minute zum 4:1 Anschlusstreffer. Und das war übrigens unser 5. Live-Treffer heute in dieser Partie. Also, die Eispiraten, sie haben auch nicht aufgegeben. Da waren die Rosenheimer einen Moment unachtsam an der blauen Linie. Dann gab es die Kontermöglichkeit und Marvin Tepper fuhr alleine auf Patrick Ehrlechner zu und hat überhaupt nicht lange gefackelt. Hat sofort abgezogen und die Scheibe ging ins linke untere Eck vom Schützen aus gesehen. Der Pass kam übrigens von Florian Kirschbauer, dem Verteidiger. Und so ist der Anschlusstreffer für die Eispiraten Krimmitschau. Aber noch haben wir 2 Minuten zu spielen. Es laufen gerade die letzten 120 Sekunden hier zum Saisonauftakt der Star Bulls Rosenheim. Sie haben sich noch etwas leichter getan gegen die Eispiraten Krimmitschau, als wir anfangs erwartet haben. Man weiß ja nie, wie passen die Neuen zusammen, wie funktioniert das alles, wie werden die Chancen verwertet. Und das war ja schon recht ansehnlich. Das war ja schon recht gut, was die Rosenheimer hier gezeigt haben und die Eispiraten. Naja, also so ganz richtig einschätzen kann ich das noch nicht. Sie haben zweifellos, haben sie gekämpft, haben sich immer wieder entgegengeworfen, hatten einen guten Torhüter mit Ryan Nee. Aber die Rosenheimer waren ständig Herr im Haus und haben natürlich auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Tore gemacht. Jetzt kommen sie wieder über die blaue Linie auf der linken Seite, aber da klären sie wieder die Eispiraten mit Nico Brühl. Dennoch die Rosenheimer dazwischen, aber wieder die Eispiraten kommen noch einmal auf der linken Seite mit Christian Neuer. Der in die Mitte auf Kart, der Rückhandschuss auf der rechten Seite. Es war der Mann mit der Nummer 26, Daniel Buchelli, den wir alle noch aus Oberliga-Zeiten in Rosenheim kennen, der gebürtige Rosenheimer. Jetzt die, immer noch die Eispiraten, die haben jetzt natürlich Morgenluft gewittert. Hinter dem Tor von Patrick Ehrlechner, Rückpass auf Jan Tramp, der schießt weit am Tor vorbei, aber den Abpraller holt sich auf der rechten Seite wieder. Wieder hinter das Tor gespielt, jetzt haben sie plötzlich die zweite Luft bekommen hier, die Krimmitschauer. Wieder Pass in die Mitte, die Rosenheimer ein bisschen träge jetzt zum Schluss, wobei man sagen muss, man hat es gemerkt, den Eispiraten ist eigentlich ein bisschen die Luft ausgegangen in den letzten Sekunden. Nach 20 Sekunden zu spielen, die Zeit wird runtergezählt, die Star Bulls Rosenheim gewinnen diese Partie. Das ist schon mal klar. Sie gewinnen durch Tore von Leopold Hausch in der 16. Minute 1:0, durch Mario Trabucco das 2:0 in der 32. Minute. Sergio Thomas markierte mit der Drittelsirene in der 40. Minute das 3:0 und Benjamin Zientek legte noch einen drauf zum 4:0 in der 46. Minute. Das war der Schlusspfiff, nur noch für die Statistik, das 4:1, das war mit Heffer in der 58. Minute. Hat Patrick Ehrlechner den Shutout versaut, das ist einfach der einzige Wermutstropfen, den wir heute haben. Was die Trainer zu diesem Spiel sagen, das hören Sie natürlich wie immer live bei Radio Charivari. Gibt es die Pressekonferenz heute mit meinem Kollegen Christian Darb, live aus dem Rückraum des Rosenheimer Katrin-Stadions. 4:1 gewinnen die Star Bulls vor 2114 Zuschauern. Und jetzt wird es spannend, wie das Spiel in Kaufbeuren ausgeht. Dann haben wir auf jeden Fall eine Doppeltabellenführung aus Bayern. Wir hören uns wieder am kommenden Sonntag in der Charivari Eiszeit. Die Star Bulls fahren nach Bad Nauheim. Ich fahre mit und verabschiede mich bis dahin. Servus aus dem Rosenheimer Katrin-Stadion, sagt Stefan Mickert.